Hallo Elektronikfreunde, ich habe hier so eine Küchenwaage und die wird auch noch viel verwendet. Allerdings, und die ist auch sehr formschön, also ich will die jetzt nicht irgendwie auseinandernehmen oder so. Was aber mich sehr stört, ist immer, dass man hier die Batterie sehr oft auswechseln muss. Und deswegen möchte ich dort eigentlich das Ganze über USB betreiben. Das heißt, ich habe hier so eine Micro-USB-Buchse, die ist jetzt aufgelötet auf so einer Leiterplatte bereits. Die will ich hier anbringen an der Stirnseite. Und hier, wo das Fach ist, von der Batterie, da will ich einfach einen 3-Volt-Spannungsregler einbauen, sodass ich dann nachher mit dem USB-Kabel hier rangehe und dort dann diese Waage dort drüber betreibe und nicht mehr die Batterien tauschen muss. Ich habe das Ding hier schon mal aufgeschraubt, so sieht es innen aus. Ist jetzt nicht viel dazu zu sagen, hier ist die Elektronik verpackt und hier ist, wie gesagt, das Batteriefach. Ich werde dann also hier so ein paar Stege durchkneifen mit einem scharfen Messer, sodass ich dann am Ende hier vorne diese Buchse hier wahrscheinlich reinklebe mit Heißkleber oder so und dann löte ich da die Drähte ran. Ja, das heißt, jetzt werde ich erstmal ein bisschen mehr aussparen, wahrscheinlich mit einem scharfen Messer, beziehungsweise dann auch mit einer Feile, je nachdem, wie weich hier der Kunststoff ist. Und dann schaue ich mal weiter, wie ich dann da den Draht dann zum hier nach vorne zu dem Spannungsregler dann verlege. Wie man sieht, habe ich jetzt hier in dem Fall mit dem Cuttermesser und auch mit dem Elektronikschneider habe ich hier die Stege weggeschnitten und auch hier so einen Ausschnitt rausgeknipst an der Stelle hier, sodass jetzt hier diese Adapterplatine reinpasst. Ich hoffe, ich kann das mal hier kurz zeigen, so in etwa. Stecker ist also drin und das ist auch bündig, also steht nicht drüber. Das heißt, ich werde jetzt natürlich dort erstmal die Leitung anlöten und dann erstmal wahrscheinlich mit dem Heißkleber festkleben. Und dann werde ich hier nach und nach die einzelnen Stege durchcutten, so ein Stück, dass ich die Leitung dann hier bis zu dem Batteriefach verlegen kann. Ja, so, das wären also jetzt die nächsten Arbeitsschritte. Und jetzt werde ich erstmal einen Heißkleber besorgen, beziehungsweise die Drähte hier für den Adapter da anlöten. So, ich habe mich jetzt entschlossen, hier Litze zu nehmen, ganz normale, einmal blau für Ground und dann rot für Plus. Und ja, mit der Kamera löten ist echt schade, kann man nur sagen, also es macht echt keinen Spaß, aber ich versuche es trotzdem. Also hier ist jetzt blau ist Ground und rot ist V-Bus, also die USB-Spannung. Jetzt versuche ich das mal nochmal hier hinzulegen. Vorverzinnt ist es. Und jetzt brauche ich noch das Lot und natürlich auch den Lötkolben. Dann löte ich das hier eben mal kurz an. So, dran ist es. Ich ziehe das nochmal kurz ab. Und hier sieht man jetzt, dass es angelötet ist und jetzt kann ich das ganz gut hier ja, in das Gehäuse kleben, hier an dieser Stelle und kann dann die Leitung da einfach durchziehen. Also klebe ich das jetzt erstmal an. Angeklebt ist es nun und es gibt jetzt natürlich zwei Dinge, die ich mal als Hinweis geben will. Erstes, man sieht hier, ich habe hier noch ein Stück Kunststoff reingeklebt. Und zwar natürlich deshalb, wenn ich jetzt hier also den Stecker reinstecke, dann soll natürlich das ganze Zeug nicht nach hinten geschoben werden, sodass da so eine Gegenkraft ist. Und das zweite ist Hinweis, man verwendet meistens immer viel zu viel von dem Kleber, also generell von Klebern. Deswegen habe ich hier auch nur einen kleinen Tropfen hier reingesetzt, hier und da natürlich auch hier drunter. Also nicht alles vollschmattern, sondern eben immer ganz gezielt ein paar Punkte festkleben und dann hält das auch. Also das ist hier wirklich jetzt gut fest. Und als nächstes werde ich jetzt hier für die Leitung hier mit dem Cuttermesser die Stege ein bisschen einritzen. Ich will das mal zeigen. Ich hoffe, dass man das sieht. Also hier jeweils ein bisschen reingehen und dann hier so ein bisschen schräg, sodass ich dann hier die Litze sozusagen dort reinlegen kann, damit es dann wieder bündig ist, damit nachher auch der Deckel wieder passt. Ich kann ja mal kurz zeigen, wenn der Deckel hier schon so halb drauf ist, wie das aussieht. Also so sieht es dann aus. Sieht man das?
sieht man kaum, ne? Ach, jetzt muss ich mal die Kamera. Ah, jetzt sieht man es. Ja, ist ein bisschen schief da der Ausschnitt, aber es macht nichts. Ist bündig drauf, der Deckel. Und so kann ich das, denke ich, mal lassen. Und hoffe natürlich dann auch, dass es gut dann auch funktioniert. Gut, jetzt werde ich das Kabel erstmal verlegen bis zu dem Batteriefach und dann dort den Spannungsregler ja, einlöten. Ich habe jetzt hier den Spannungsregler eingelötet und auch hier das Kabel nochmal ein bisschen mit Heißkleber fixiert, dass es nicht so lose rumhängt. Beim Spannungsregler, das ist so ein SMD-Teil, da habe ich so eine Adapterleiterplatte genommen. Sieht jetzt nicht besonders schön aus, ist auch noch nicht ganz fertig und ja, ich werde es hier noch ein bisschen reindrücken dann am Ende. Bevor ich den aber jetzt genau anschließe, will ich mal gucken, ob dort wirklich 3 Volt rauskommen. Deswegen ist hier auch schon eine Klemme dran. Und ich messe jetzt einfach mal hier mit dem Multimeter am Ausgang, ob dort 3 Volt dann rauskommen. Multimeter hängt dran und jetzt schalte ich mal den USB ein und man sieht 2,98 Volt, passt also. Schaltung funktioniert, Spannungsregler funktioniert und damit kann ich jetzt diese Leiterplatte dort richtig eindrücken nochmal so ein bisschen und auch vielleicht noch ein bisschen festkleben. So, angeschlossen ist jetzt hier die Leiterplatte an die beiden Pins von der Batterie. Und ja, eingedrückt ist die Leiterplatte auch, sodass sie kaum übersteht. Gut, der Elko da, das sollte aber gehen und deswegen drehe ich das jetzt mal um und jetzt werde ich erstmal noch einen Funktionstest kurz machen. Das heißt, ich werde nochmal den USB-Stecker jetzt reinstecken und gucken, was passiert. Und man sieht, da ist jetzt die Anzeige, es dauert einen Moment, bis der auf 0 geht. Und damit funktioniert die Waage dann auch wieder. Gut, jetzt kann ich also hier den Deckel zumachen. Achso, vielleicht noch zur Information. Ich habe hier so einen Spannungsregler genommen, so ein 3 Volt. Das Ding nennt sich... ich mache mal hier ein bisschen raus. Moment. NJM 2370, 3 Volt. Festspannungsregler 3 Volt, also nicht 3,3 Volt, sondern nur 3,0 Volt. Relativ einfach zu beschalten. Also da 2 Stützkondensatoren vorne und hinten noch, mehr ist es nicht. Und in diesem SMD-Gehäuse hier eben, in diesem ganz kleinen Gehäuse. Gut, jetzt werde ich die Waage einfach wieder zuschrauben. Die Waage ist zugeschraubt, jetzt fehlt natürlich nur noch der Deckel hier, der passt auch einigermaßen, ist also jetzt zu, USB-Kabel ist dran und jetzt werde ich mal einfach den Stecker reinstecken und dann sollte die hier, sieht man schlecht im Licht, dann hier eben 0 anzeigen bzw. dann wieder ganz normal wiegen können. Ja, das war hier mal so ein kleiner Umbau, ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.